Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back. Abschließend für euch heute wieder von der Oberschwaben-App im LS22 am Hof Eberhard. Grüßt euch miteinander. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es könnte schon Donnerstag sein, wenn ihr das Video seht. Ihr seht, nehme ich mal wieder ein bisschen am Stück auf. Ich habe richtig Bock, es läuft gut und die Chance muss man natürlich nutzen, zumal ich eh ein bisschen vorproduzieren muss, weil hier und da so ein paar Terminchen sind. Ansonsten, wie geht's euch, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine wunderschöne Woche bis dato gehabt und werdet sie noch haben. Ich freue mich sehr auf weitere Fortschritte auf der Karte. Toi, toi, toi. Ich drücke euch die Daumen. Ich nehme gerade Montag auf und ich hoffe, dass Giants da ein bisschen in die Gänge kommt, dass wir hier den Release endlich feiern können. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich im Grasschnitt. Wir werden gleich noch rübergehen auf die andere Wiese. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wir wollen Heu machen, wir wollen Silage machen, wir werden Silageballen machen, so wie ihr es kennt von mir. Ihr könntet auf dieser Karte auch diverse Feldhallen oder Freilandsilos euch zulegen, wo ihr dann das Ganze als Silage machen könnt. Wäre alles gar kein Thema. Dementsprechend seid ihr da wie immer frei, die Art und Weise zu spielen, wie ihr wollt. So, jetzt haben wir es. Dann gehen wir gleich wieder hier rein. Eine kleine Ehrenrunde gerade gedreht. Ich habe es selber gemerkt. So. Ich glaube, wir sind langsam in der Spur. Ne? Ab und zu möchte uns die Karte noch so ein bisschen herausfordern mit den ein oder anderen Schwierigkeiten, aber bisher haben wir sie immer gemeistert. Das ist wichtig, damit wir motiviert weiterhin durchziehen, das Ganze. Und bisher läuft es wirklich um Welten besser, oder? Habt ihr da nicht auch den Eindruck? Ich glaube nämlich, dass so weiter wir hier fortschreiten, auch in Bezug von den Ingame-Jahren, Ingame-Monaten, wird das Ganze auch wesentlich entspannter, wenn wir dann nicht immer jeden Tag nach dem Essen springen müssen, ne, dass das alles passt, sondern ich glaube, das wird dann ganz, ganz cool. Gut, ich habe euch heute mal wieder etwas mitgebracht. Und zwar, ich will ja immer mal wieder eure Kommentare so ein bisschen mit einbinden, weil ihr seid nun mal diesen Kanal. Und da hat der Mart gemeint, Jogi, du könntest aber auch die Miste, also der Mist, wenn das voll ist, einfach mal aufs Feld auslagern. Schwierig. Es ist relativ schwierig, denn du siehst, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein Feld abgeerntet hast oder ähnliches, dann wird es schwierig mit dem Auslagern, weil wir haben nicht mehr diese riesen freien Plätze zwischen den Feldern, nur ab und zu mal. Das heißt, ich könnte jetzt da drüben vielleicht am Waldrand das irgendwo hinpacken, aber so wirklich zwischen den Feldern, werdet ihr sehen, habt ihr nicht mehr ganz so viel Spielraum, denn ich habe mich hier so ein bisschen auf die Kritik vom Sam vom Modell Eicher, grüße ihn raus an der Stelle, bin ich ein bisschen drauf eingegangen, um das Ganze so ein bisschen realistischer zu gestalten, dass ich zu den Straßen hin, auch gegenüber zu den Feldern, das Ganze ein bisschen kompakter halte, ne, die Zwischenräume, dass es ein bisschen realistischer wirkt. Ich musste natürlich, so wie ihr jetzt hier vorne seht, das Ganze optisch so ein bisschen abgrenzen und es ist tatsächlich hier so ein bisschen gang und gäbe, habe ich gesehen in Real, dass hier einfach so, ja, egal, ob es jetzt ein Vogelsitz oder irgend so ein Zwischenzaun oder sowas ist, dass es einfach dazwischen gepackt wird und so die optische Feldgrenze, wie ihr es jetzt hier seht, darstellen kann. Es ist natürlich am schwierigsten, gerade wenn Wiese auf Wiese trifft, da brauchst du ja irgend so einen optischen Kennzeichner, sonst wird es, glaube ich, etwas kritisch. Aber ich glaube, das passt so, da werdet ihr euch schon zurechtfinden. Vorteil ist, na klar, im schlimmsten Fall könntet ihr auch die Felder zusammenlegen. Aber ich habe es so gemalt, dass es wirklich spitz auf Knopf ist, dass ihr da einfach drüber gehen könnt und die Wiesenfelder zusammenlegen könnt. Ihr merkt, ein motivierter Auftakt heute. Der Carly hat Bock. Ich freue mich halt irgendwie wieder wie Schneekönig auf Ballen. Ich weiß auch nicht, Ballen ist mittlerweile meins. Gerade jetzt mit der Göwall komme ich so gut zurecht mit der Ballenzange. Dann läuft es. Da macht es auch Spaß. Im Gegensatz zur Piekse, ne,
wo man aufpiekst, Ballenspieß, komme ich gar nicht zurecht. Das ist wie letzte Folge mit den Paletten. Das ist bei mir wirklich ein Kraus. So, wir gehen noch einmal runter, machen unten auch noch Vorgewinde und dann ziehen wir die langen Bahnen. In aller Ruhe, Freunde, in aller Ruhe. Ich glaube, es kommt trotzdem hier ein bisschen was runter, auch wenn wir jetzt nicht die absolute Endstufe hier erreicht haben von der Wachstumsstufe. Ich wollte halt nicht nochmal rein bis in August. Dann schaffen wir, glaube ich, nur einen Schnitt im Jahr. Das wäre wahrscheinlich zu wenig. So ist wenigstens die Chance noch offen, dass wir noch in den zweiten Schnitt kommen. Und dann passt es. Wäre dann klar auch spitze, wenn die Karte jetzt dann mal kommen würde, dann könnten wir nämlich das Thema Community-Server ein bisschen fixieren. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig schlüssig, ob es die Karte wird oder vielleicht eine andere. Aber vielleicht würde das die Entscheidung ein bisschen abnehmen, wisst ihr, wie ich meine? Im schlimmsten Fall haben wir ja noch einen dritten Server, ne? G-Portal, mein neuer Partner, war ja so lieb und hat mir drei Server gestellt. Grüße gehen da raus an das ganze Team. An der Stelle Hashtag Werbung. Wenn ihr da mal was wollt, G-Portal hat momentan den Summer Sale, wo ihr 15% auf den Server kriegt. Und zusätzlich dann noch über meinen Link, wenn ihr da drüber geht, kriegt ihr nochmal 10%. Also 25% Nachlass auf einen eigenen Server. Da kannst du, glaube ich, nicht meckern und da macht man natürlich auch gerne Werbung dafür. Ich werde nicht dafür bezahlt, allerdings, wie erwähnt, kriege ich drei Server gestellt. Unter anderem, dass ihr auch mal so einen kleinen transparenten Einblick bekommt. Unter anderem, damit ich meine Karten zukünftig testen kann, einen Stresstest, ne? Dass das so gut wie möglich getestet werden kann. Dann waren sie noch so lieb und haben wir zwei weitere Community-Server einfach so gestellt, damit wir auch hier in Richtung Community was machen können. Das freut mich sehr, sehr und da darf man auch gerne mal Dankeschön sagen. Ne? Ist nicht selbstverständlich, deswegen freut es mich umso mehr. So, ich glaube, ich fahre da mal ganz kurz runter und setze dann unten nochmal an. Hier schön lang nachher die Ballen pressen. Ich muss mal nachher noch ins Lager reinschauen, wie viel Heu wir noch haben. Ja, guck mal, der packt es. Sehr schön, dann können wir am dritten. Dann müssen wir nämlich dementsprechend entscheiden, ob wir noch vielleicht ein halbes Feld oder ein Feld, Wiese, eventuell noch Heu machen. Hier wunderbar unsere Kurven drehen. So, geschmeidig. Also mit dem Renault bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Grüße gehen raus an Vasili. Dankeschön auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Das läuft wirklich gut mit dem. Mit dem Ford merkst du ab und zu, kommst du ein bisschen in die Bredouille, aber es geht auch noch. Also es ist wirklich so spitz auf Knopf hier. Auf der Ellerbach haben wir da ein bisschen mehr Probleme mit dem. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden mit dem Fuhrpark bis jetzt. Das sieht alles ganz, ganz vernünftig aus. Und wir ziehen gleich nochmal hier hoch. Dann können wir da wunderbar immer so Kreisler drehen. Es hört sich so ein bisschen untertourig an, aber km/h 14, egal ob ich im zweiten oder jetzt im dritten fahre, schneller oder langsamer geht's nicht. Das ist okay. Dann lassen wir den einfach so, ne? Ich bin ja echt gespannt, wenn die Karte mal draußen sein sollte, wie ihr die Karte spielt. Gerade auch in Bezug vielleicht irgendein RP-Projekt auf die Beine stellt,
ja, wie ihr das Ganze handhabt mit dem Viehhändler. Da könnt ihr ja den Viehhändler sozusagen spielen. Es ist na klar immer so ein bisschen Kommunikation miteinander, dass der Viehhändler dann dir die Viecher bringt und nicht andersrum. Kann ich mir nämlich echt gut vorstellen, dass da am oberen Hof, du bewirtschaftest den Hof und wenn dann einer anruft, du, ich bräuchte was, packst du dir deinen wundervollen, riesigen LKW zusammen und verteilst dann die Viecher. Ich glaube, das wird ganz, ganz cool. Da bin ich echt gespannt, wer da irgendwie was geplant hat. Also, wenn ihr da mal irgendwo was habt, ein Video oder so, ne, scheut es gerne nicht, bei mir im Discord zu posten. Da gibt es extra einen Channel, eure Videoempfehlungen oder eure Werbung könnt ihr da machen. Einfach reinposten. Ich gucke mir das Zeug immer wieder gerne an. Und dann werden wir uns auf jeden Fall irgendwie in den Kommentaren sehen. So, dann. Ich glaube, hier kommt gut was runter. Die müsste so circa doppelt so groß sein wie die andere Wiese hier drüben. Das sollte erstmal reichen. Dann haben wir noch unseren Raps. Da kriegen wir ja Rapsstroh auch raus. Ist verbaut. Wir haben unseren Weizen. Kriegen wir auch nochmal ein bisschen Stroh raus. Plus unsere Hühnerfutter ist es ja zumindest mal gedacht, angedacht. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich muss mir mal nochmal ein bisschen Zeit nehmen, ordentlich Wasser zu organisieren, dass unsere Schrebergärten durchlaufen. Da hapert es aktuell noch ein bisschen. Da ist immer mal wieder kurz ein bisschen Güter fehlen. Wir müssen unbedingt ein paar Güter einkaufen, dass wir da vorerst mal durchkommen in Richtung Saatgut und so weiter. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine kleine Verkaufstour starten. Also es gibt viel zu tun. Ihr seht's. Deswegen halten wir uns ran. So, da haben wir jetzt noch das letzte Stück hier. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder durch mit der Wiese. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das hier zu Heu mache. Ich habe mir gerade so ein bisschen im Off ein paar Gedanken gemacht, was wir denn machen können. Wir haben ja im Stall nur Platz für 10 Tiere. 10 oder 15. Das heißt, wir werden uns natürlich irgendwo spezialisieren auf Viehzucht vielleicht, ne? Wir haben jetzt 3 Kälber. Bisschen Mist mitdiskutieren, Freunde, ne? Falls ich irgendwo einen Gedankenfehler habe. Jetzt könnten wir ja überlegen, dass wir die mal so hoch züchten, bis sie eine gewisse Größe haben und dann verkaufen wir die. Dass wir immer die, wo wir jetzt nachziehen, sozusagen verkaufen. Irgendwann wird natürlich der Punkt kommen, aber ich glaube, das gibt es im LS nicht, ne? Dass wenn die Kühe ein gewisses Alter haben, dass sie keine Milch mehr geben oder so. Oder nicht mehr zeugungsfähig sind. Ich glaube, so intensiv ist der LS nicht. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da irgendwie falsch denke. Aber ansonsten würde ich mal den Plan verfolgen, dass wir sagen, immer unsere Brut, dass wir die dann verkaufen. Keine Ahnung, wenn sie 3 Jahre alt sind oder so. Keine Ahnung, einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen. Könnte ich mir zumindest mal vorstellen. So. Können wir zusammenklappen? Feierabend. Vorne gibt es nichts zu klappen. Hinten klappt's. Das klappt ja super. Oh Gott, war der schlecht. Oh Gott. So, dann gehen wir mal heim. Mittishaus, Landkreis Biberach. So. Packen wir das gleich wieder in unsere Grünlandhalle rein. Ordnung muss sein. Also das muss ich sagen, habe ich mittlerweile echt gut im Griff. Wenn man so früher reinguckt, da habe ich immer einen Aufräumtag machen müssen. Da war eine Folge nur aufräumen. Mittlerweile kriege ich es eigentlich echt gut gebacken, mein Zeug wenigstens gleich aufzuräumen. Waschen, weiß ich, ist nicht so mein Ding. Ich mag es halt, naja, dieser Use-Look, ne? Dass man ein bisschen was geschafft hat. So. Jetzt seht ihr gleich wieder einen kleinen Giants-Wunsch von mir für den nächsten LS. Das wäre gut, wenn man das runterlassen könnte, ohne auszuklappen.
Das hoffe ich, dass das Ganze mal irgendwann funktioniert. Reicht das von der Breite her? Könnte wegen Ingwer, ne? Okay, also enger hätte es nicht sein dürfen hier. Jetzt weiß ich auch, warum ich das letztes Mal so schräg reingestellt hatte. So, jetzt aber. Ach, Bamol, der ist jetzt viel besser. Sapplot aber auch. Dann machen wir es halt so. Dann haben wir das. Auch erledigt. Gut, Freunde, wir sind zeitlich auch schon wieder drüber. Ihr wisst Bescheid, die magische Grenze haben wir durchbrochen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, entweder oder, ne? Ist egal, Hauptsache Support. Und dann sehen wir uns morgen mit einer neuen Folge wieder. Habt einen schönen Tag, bleibt da ständig. Bis dann, euer Yogi. Ciao.